So, morgen ist die Betty, das Notmeerschweinchen, schon 3 Wochen bei mir. Und vor 3 Wochen haben ja die Babys im Bauch schon gewackelt. Und ich warte also jeden Tag jetzt gespannt auf die Geburt. Und bestimmt kriege ich jetzt wieder böse Kommentare zu hören. Mit Meerschweinchen kuschelt man nicht, die nimmt man nicht raus. Aber ich bin da ein anderer Meinung. Ich meine, Meerschweinchen muss man bei Zeiten an die Hand gewöhnen. Gerade wenn sie jetzt bei der Geburt Komplikationen hat, muss ich ihr ja helfen. Und das ist ja sowieso eine Risikogeburt, weil sie ja viel zu jung geschwängert worden ist, weil sie ja aus einer schlechten Haltung kommt, wo man gleich, also wo der Bock wahrscheinlich dabei war und sie als Baby schon geschwängert worden ist. Und zum Nägelschneiden muss man ja die Meerschweinchen auch rausnehmen. Oder zum Gesundheitscheck. Und da täten sie ja fast jedes Mal einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie die Hand nicht gewöhnt sind. Und die Betty frisst auch auf mir und die Ohren wackeln auch. Sie entspannt also richtig auf meinem Bauch, was man jetzt nicht sehen kann, weil sie Respekt vor dem Handy hat. Aber sie fühlt sich wirklich wohl. Dafür, dass sie, wie gesagt, aus so einer Massenvermehrung kommt, hat sie sich wirklich prächtig entwickelt und ich hoffe jetzt, dass die Geburt auch gut vorübergeht und alles gesund und munter ist. Also, ich hoffe, dass ich mit den nächsten Bildern euch dann die Babys zeigen kann mit dem nächsten Video. Bis dahin sage ich euch Tschüss.